Die Boje ist solarbetrieben und mit Unterwassermikrofonen ausgerüstet. Das Mikro nimmt die Klicklaute der Pottwale auf. Lokalisiert so die Position der Tiere und meldet den Ort via Satelliten in Echtzeit an die Schiffe. Befindet sich jetzt ein Schiff auf Kollisionskurs mit einem Wal, kann die Crew rechtzeitig das Tempo drosseln und dem Wal ausweichen.